1 hoch 6. Mein nächster Gast sagt, und sie muss es wissen, denn sie ist Expertin, Achtung, ein gesunder Darm, Sport, ausreichend Schlafliebe und Sex und nicht zu viel Stress spiegeln sich an der Haut zu unseren Gunsten wieder. Mal sehen, was sie jetzt gleich in meinem Gesicht entdeckt. Ich begrüße sehr herzlich unsere Hautexpertin und Bestsellerautorin Dr. Jael Adler. Hallo. Hallo. Und? Ja. Was soll sie jetzt auch sagen? Gesunder Darm, viel Liebe, Berührungen, Zärtlichkeiten, gutes Essen und gute Einstellung. Viel Make-up. Ist das aber, Jael, ist es tatsächlich so, dass man an der Haut sehen kann, was privat so läuft? Ja, also man kann natürlich akut sehen, wenn man wütend ist aufeinander, wird man rot. Oder wenn man berührt ist, dann kriegt man Gänsehaut oder hektische Flecken, wenn man nervös ist. Aber auch wer Stress hat, ne, dann kriegt man schneller Pickel. Ja, wollte ich dich gerade fragen. Stresspickel gibt es tatsächlich? Absolut. Und die Hautkrankheiten, die werden verstärkt durch quasi Nervenbotenstoffe, die so in Richtung Entzündung gehen. Das heißt Neurodermitis und Schuppenflechte und Akne und Juckreiz wird alles schlechter, wenn man gestresst ist. Gut, warum ist Hautkontakt wichtig? Was wird über die Berührung der Haut, und zwar nicht, wenn wir uns selbst berühren, sondern wenn uns andere berühren, was wird da ausgelöst? Also es gibt Botenstoffe, Hormone, die ausgeschüttet werden. Die Haut hat ganz viele Rezeptoren. Die ist ein Kontaktorgan. Die ist dafür gemacht, zu berühren und berührt zu werden. Ach. Und das beeinflusst unser Immunsystem, unsere Ausgeglichenheit. Es gibt zum Beispiel dieses, ich nenne das Weltfriedenshormon, Oxytocin. Das Weltfriedenshormon, ja. Das wird ausgeschüttet und das macht uns diplomatischer, das macht uns verhandlungsfähiger. Das bindet Mutter an ihr Kind, wenn sie es stillt und ist dann nachts auch nicht so gestresst, wenn es dauernd schreit. Mhm. Und auch Paare werden wieder enger aneinander gebunden. Und deswegen sagt man, wenn man sich auseinanderlebt, ruhig mal wieder ein bisschen aktiv und bewusst berühren. Dann klappt es vielleicht wieder. Man sagt auch, dass Babys, dass Kleinkinder sich besser entwickeln durch besonders viel Hautkontakt. Wir kennen alle diese Bilder von Kindern, die möglicherweise zu früh geboren sind und die werden dann so kängurumäßig so an die Haut gepresst. Was läuft da ab? Also das ist vielfach untersucht. Es sind ganz viele Prozesse, die ausgelöst werden. Es ist natürlich einfach die Liebe, die man merkt. Es sind Hormone und Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Es ist das Immunsystem, was gestärkt wird. Also auch für, es ist ein Geschenk fürs ganze Leben und die Entwicklung klappt einfach besser, weil man die Nerven ja auch trainieren muss. Also alle Sinne stimulieren. Okay, wir wollen über das Thema das Altern der Haut sprechen, weil es kommt der Herbst, der dazu neigt, unsere Haut älter aussehen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Sag mal was, ist das bei Männern und Frauen unterschiedlich und wie altert Haut eigentlich? Also ich habe extra mal die Haut mitgebracht. Mhm. Wir altern in allen möglichen Schichten unseres Körpers, nicht nur hier oben in der Oberhaut, sondern auch in der Lederhaut. Da ist Hyaluronsäure, die gibt uns Saft und die wird immer weniger. Und da ist so Stützgewebe und elastische Fasern und die werden immer mickriger und dann fängt es irgendwann an zu knittern und zu baumeln und wir bekommen Flecken. Aber wir altern auch im Bindegewebe, in der Muskulatur, im Knochen, im Fettgewebe, also überall. Und deswegen ist das Quatsch, immer nur zu denken, wenn ich hier oben was drauf schmiere, dann bin ich jung. Das ist einer von vielen Faktoren. Also kann ich mir all diese Cremes eigentlich sparen? Im Grunde ja, man sieht hier diese... Wie deprimierend, weißt du, wie viel Geld ich dafür ausgebe? Ja, kannst du dir jetzt sparen, ist doch gut, bringt dann auch was. Ja. Hier, ne? Also lieber für Kuschelpartys investieren. Ja, genau. Also man sieht hier diese blaue Linie, diese Wellenlinie. Ja. Und die ist eine feste Membran zusammen mit den ganzen Schichten, die hier oben drauf sind. Und wenn man hier eine Beauty-Creme, eine Anti-Aging-Creme draufcremt, dann bleibt die hier schön oben liegen. Mhm. Plustert das für eine Weile auf, paar Stunden. Also jetzt für die Sendung, heute Abend ist wieder weggeknittert. Aber na, das ist ja nur abgepudert, da ist ja, ja nichts na, bei gemacht. Dir nicht. Nein. Und dann aber die Lederhaut, die wird da gar nicht erreicht. Das heißt, es kommt gar nicht dahin, wo es ist. Und wir Frauen, weil du es gerade gefragt hast, wir altern ja auch ein bisschen anders als Männer, weil bei uns ja dann ne, Menopause, dann die Hormone relativ rasch absacken und dann wird das Ganze beschleunigt. Aber die Männer altern auch im Grunde. Gut. Nur anders. Und wenn du jetzt als Hautärztin, du bist Expertin, sagst, okay, die Beauty-Produkte kann man machen, muss man aber nicht. Was kann ich stattdessen machen? Was macht, dass die Haut zumindest strahlt? Natürlich bleibt man nicht bis 100 ganz straff. Also 100-Jährige, die straff sind, wurde viel nachgeholfen. Machen wir uns nichts vor. Ja, ja, und es ist ja auch gar nicht wichtig, dass man straff ist. Nein. Also Falten und also Mimik ist eigentlich was Schönes. Gelebtes weil das Leben. Das finden wir auch eigentlich gar nicht hässlich. Wir finden es nicht schön, wenn jemand sehr künstlich und quasi wie eine Maske aussieht. Das finden wir irgendwie schräg und gehen eher auf Abstand. Die Menschen wirken unsympathisch, wenn zu viel gemacht weißt wurde. Weißt du, was wir beim Fernsehen, also hier wir im Team sagen? Unbekannt verzogen. Das
muss ich mir merken. Ja. Tatsache ist, dass man sieht hier ja auch Blutgefäße. Ne? Ja. Also wir bringen eigentlich die Beauty- und Jugendstoffe über die Ernährung, über die Blutbahn zur Haut von unten. Und dann kann die sich nämlich von unten aufbauen. Das ist viel effektiver als von oben. Gut, also Ernährung, klar, deswegen sagst du eben auch der gesunde Darm. Was macht die Herbstluft? Die kann uns etwas austrocknen, jetzt fängt es ja auch mit Heizen. Ne? Dann wird hier oben diese Hornschicht ein bisschen trockener. Und für die Leute, die dann eine trockene Haut haben, die dürfen natürlich schon auch mal nachcremen. Das muss aber gar kein teures Fett sein. Mein Lieblingsfett ist ja zum Beispiel Shea-Butter, 100% unraffiniert, ein reines, stabiles Fett. Da kann man sich so einen Klumpen nehmen und auf die trockenen Hautpartien reiben. Aber im Grunde ist der wichtigste Tipp, nicht so viel aggressiv reinigen. Okay. Weil wir uns mit Seifen und Tinkturen und also so solchen alkoholischen Lösungen und auch Peelings die Schutzschicht wegrubbeln und wegseifen und wegtrocknen. Okay. Wenn wir also nur mit Wasser waschen, morgens und abends, dann können wir... Das Gesicht oder auch beim Duschen? Gern auch den ganzen Körper. Wirklich keine Seife, kein Duschbad, nichts? Nee, ist eigentlich nicht nötig. Wenn man die Steinzeithaut fragt, wie willst du geduscht werden, dann kennt die das eigentlich alles gar nicht. Die Haut reinigt sich selber, pflegt sich selber. Die Fette sind ganz wichtig und keine teure Beauty-Creme kann das imitieren, was wir selber schaffen mit unseren Oberhautfetten und mit den Fetten hier aus der Talgdrüse. Okay. Die geben dieses Wachs quasi in die Poren ab und dann, ne, das kennt man ja, wenn man in Vergrößerungsspiegel guckt, aus den Poren. Das sind unsere Cremetöpfchen und diese Mischung ist mega. Die pflegt besser als jedes Kunstprodukt, ganz ohne Chemie. Gut, allerletzte Frage, trockene Lippen küssen. Trockene Lippen, genau. Die armen Lippen haben keine Talgdrüsen. Die sind immer darauf angewiesen, das Fett vom Gesicht irgendwie zu bekommen. Und wenn man das weggewaschen hat, dann dauert das lang, bis das was abkriegt. Und man schlägt immer drüber, deswegen werden die trocken. Und in der Tat, mein Lieblingstipp ist knutschen, aber nicht zu nass, weil sonst schlägt man sich die Schutzfette wieder weg. Ja, und dann fördert es die Durchblutung. Immunsystem ist wie Wellness und Sauna für gesunde Lippen. Deutschland braucht mehr Hautärztinnen wie Dr. Jael Adler. Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mein Name